Udo.de. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe jetzt hier mal etwas Feines mir bestellt, und zwar den Movie E-Scooter in der Straßenverkehrszulassungsversion. Also den könnt ihr auch auf der Straße fahren, vorausgesetzt ihr habt natürlich dann ein Nummernschild und eine Versicherung. Das Ding ist gerade angekommen, ich habe noch keine Ahnung, wie das ist, aber wir schauen uns das mal an, würde ich sagen. Oh ja, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ein kleines Tütchen. Qualitätskontrolle. Ah, okay. Hier ist so ein kleines Siegel mit Qualitätskontrolle von irgendeinem Prüfer. Dann haben wir hier die Betriebsanleitung. Griffe falten. Ah, so wie man den auf- und zuklappt. Klappschritte. Wie man, was auf dem Display angezeigt wird. Batterie, wie man das lädt. Cool. Maximale Zulast 120 Kilo. Maximalgeschwindigkeit 20 km/h. Reichweite 20 bis 22 Kilometer. Steigung 15%. Gut. Sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Package-List, was alles drin ist. Ein Scooter, der Charger, Repair-Tool, haha, Instruction-Book und Product-Certification. Jetzt ist hier noch so ein kleiner Umschlag drin von Movie. Willkommen in der Movie-Familie. Wir freuen uns, dich in der Welt der Elektromobilität begrüßen zu dürfen. Aha. Und ein Aufkleber. Einen Aufkleber haben wir. So, jetzt ist hier ist ein Sack, hier ist ein Stoffsack drin. Der sieht schick aus. Den machen wir mal auf. So. So und so. Ah, okay. Das ist alles? Ach, guck mal, ein Repair-Tool. Tatsächlich. Guckt euch das mal an. Hier sind alle möglichen Imbusschlüssel, sage ich jetzt mal. Schraubenzieher. Ist ja abgefahren. Aha, na gut. Ein Repair-Tool. Und hier haben wir jetzt dann den Lader. Ich denke mal, ah ja, genau, hier ist das Ladegerät. Genau, das ist interessant. Hier haben wir das Netzkabel und hier halt den Stromadapter und hier das Anschlusskabel. So, hier ist nichts mehr drin und jetzt wird das langsam interessant hier, Leute. Der ist doch schwerer als ich dachte. Uiuiui, so ein Mist. Ich habe gehofft, dass ich den mal eben die Treppe hochschleppen kann. Aber er ist dennoch leichter als die meisten anderen Scooter. Ne, mit 10 Kilo, gibt ja auch viele, die wiegen dann mal so 16 oder was, ne? So, auch in einem schönen Stoffsack, muss ich sagen, hier. So, da ist das feine Stück. Ich versuche das mal herauszubekommen, ja. So, da ist er. Oh, die Räder sind größer, als ich dachte. So, das machen wir mal ab. Und das auch. Ja. Ha. Das ist krass. Und soweit ich weiß, genau, hier unten, da kann ich euch mal zeigen, hier ist ein Knopf, den drücken wir rein und dann kann man den hochklappen. So habe ich das zumindest in den Videos gesehen. Das versuchen wir doch mal. Oder ist das hier noch irgendwo fest? Nee, das ist nicht fest. Boah. Moment. Moment. Ah ja, okay. Hä? So. Und? Na, kommt der richtig rein? Ich hoffe es. Oh ja, das geht ja leicht. Da ist er schon. Nein. Oh, guck mal, hier ist noch so ein Ding. Wunderschön. Wow. Geil, oder? Jetzt haben wir hier oben haben wir eine elektrische Bremse. Ne? Das ist so ein kleiner Regler. Das ist ja interessant. Hätte ich nicht gedacht. Brake. Hier haben wir noch eine Bremse. Und eine Klingel.
Hier ist noch, ach so, das hier müssen wir selber montieren. Das ist noch irgendwie mit Kabelbindern fest. Hier dieses Licht hier vorne dran. Hier haben wir ein schönes Display und hier können wir Gas geben. Mit dem rechten Daumen können wir hier Gas geben. Und hier ist, genau, da können wir den Lenker hoch und runter machen. Schätze ich mal, genau. Das müssen wir dann hier mal locker machen. Und dann müssen wir das wahrscheinlich hier irgendwie, genau. Seht ihr das? Dann können wir den auch noch Höhen verstellen. Und dann auch wieder runter machen. Das muss man natürlich alles dann mal durchlesen, wie das funktioniert. Ne? Das ist ja jetzt nur ein Unboxing. Aber das sieht schon mal sehr interessant aus, muss ich sagen. Oder was meint ihr? Guck mal, hier ist noch irgendwie so ein Griff dran. Kann man den wahrscheinlich auch irgendwo anschließen. Ja, hier sind die Trommelbremsen hier vorne, ne? Und hier hinten. Da können wir auch so bremsen, wenn wir hier draufsteigen. Ne? Das geht dann auch. So. Huh, jetzt stelle ich mich mal drauf. Huh. Ja, der ist doch, der ist auch schön, der ist auch größer als ich dachte. Ne? Also das muss ich auch sagen. Der ist definitiv größer als ich dachte. Krass. Ja, wo lädt man den denn auf? Das ist natürlich noch eine interessante Frage. Ne? Wo lädt man den auf? Ich sehe es noch nicht. Wird man alles in der Anleitung dann sehen, ne? Ah, hier ist so ein kleiner Gumminoppen. Da unten, hier unten ist ein Gumminoppen. Den kann man wieder drauf tun und da kann man das reinstecken. Okay, gut. Nicht schlecht. Ha, der Movie-Scooter, Leute. Ja, ich werde jetzt mal einige Tage und so damit rumfahren. Ich werde mir das mal anschauen. Und dann werde ich sicherlich mal noch einen kleinen Testbericht dazu bringen. Aber so vom Aussehen ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Oder was meint ihr? Der ist größer als ich dachte. Die Räder sind auch größer als ich dachte. Ich dachte, die wären noch kleiner. Ich bin immer so in der Stadt mit diesen Tier. Kennt ihr das? Die Firma Tier, die macht ja auch diese Scooter. Und mit denen bin ich immer gefahren. Und der ist jetzt, klar, der ist leichter auf jeden Fall. Jetzt können wir nochmal gucken, wie man den zusammenklappt. Oh, 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 da müsst ihr aufpassen. Aufpassen, ne? Also wenn ihr das hier drauf drückt, dann kommt das direkt nach unten gefallen. So, zack. Und hier, da weiß ich jetzt noch nicht, wie man den wieder reinmacht. Da muss man wahrscheinlich hier irgendwas drücken. Was, weiß ich noch nicht. Aber den Lenker kann man natürlich dann hier auch wieder so reinklappen. Und hier die beiden Lenkstangen, die kann man auch wieder so reinklappen. Das werde ich euch dann aber alles im Review zeigen, wie das dann funktioniert. Der Movie-E-Scooter in der Straßenverkehrszulassungsversion. Der müsste hier hinten, genau, hinten hat er auch noch eine Befestigung. Da können wir das Nummernschild draufkleben. Das ist natürlich auch wichtig. Und LED-Lichter und alles. Wunderbar. Ja, wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben, das würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Haut rein, ciao! Wude.de